Die Europäische Union hat am 31.12. trotzdem einen echten Knaller gezündet. Mit einem Brief an die Mitgliedstaaten, wo drin stand, guten Rutsch allerseits und bevor wir es vergessen, Atomkraft ist bald grün. Ach ja, und Gas übrigens auch. Da geht es um die sogenannte Taxonomie. Idee dahinter, Investoren helfen, Geld nachhaltig anzulegen, um damit Klimaschutz voranzutreiben. Wenn also Gas und Atom jetzt auch nachhaltig sind, hat man diese Idee in ihr exaktes Gegenteil verkehrt. Hä, jetzt mal wirklich, warum sollte man Kernkraft grün anpinseln? Wir Deutschen schalten doch bis Ende dieses Jahres alle AKWs ab. In unserer beliebten Rolle als Vorbild für alle europäischen Nachbarn. Um mal ganz ehrlich zu sein, ich kann nicht verstehen, wie man so dumm sein kann, dass man seine eigenen Atommeiler abschaltet, die voll funktionsfähig sind. Also ich spreche leider kein Slowakisch, aber ich meine, der hat uns eben doof genannt. Fürs Protokoll, nicht mal die Kernkraftbetreiber wollen bei uns eine Laufzeitverlängerung, weil es sich schlicht nicht rechnet. Und bei nachhaltiger Atomkraft müssten Energiekonzerne wenigstens auch Risiken und Folgekosten übernehmen. Fukushima hat geschätzte 500 Milliarden gekostet. Ich meine, was stimmt wegen unserer vergurkten und viel zu langsam Energiewende, brauchen wir in Deutschland wohl Gas als Übergangstechnologie. Das ginge ja auch ohne grünen Etikettenschwindel. Ernsthaft, wenn Atom und Gas nachhaltig sind, dann ist alles nachhaltig. Ja komm, dann machen wir das jetzt so. Warum nicht? Kreuzfahrten ab sofort nachhaltig, denn Kreuzfahrten finden auf dem Wasser statt und Wasser ist Leben. Massentierhaltung voll nachhaltig, denn Kühe sind ja Vegetarier. Oder über 400 fahren auf der A2, wie dieser tschechische Millionär neulich, ist total nachhaltig, weil die Umweltverschmutzung ist dann ja viel schneller vorbei. Verstehen Sie? Ja, die freuen sich wegen der Umwelt, sehr klar. Ich meine, in Wirklichkeit geht es hier übrigens nur darum, einen fast bankrotten französischen Atomkonzern zu retten. Herr Macron braucht das für seinen Wahlkampf. Ist so, weil rund 70% des französischen Stroms nuklear sind. Dann haben die Deutschen gesagt, ja Moment, wenn die Schneckenlutscher ihr grünes Atom kriegen, wollen wir aber grünes Gas. Das ist ein klassischer EU-Kompromiss. Zwei Scheißideen, wir machen beide. Und natürlich wieder mit strengen Auflagen für die Atomkraftwerke, die das begehrte Ökosiegel wollen. Laut dem EU-Vorschlag müssen diese den neuesten technischen Standards entsprechen. Und ein konkreter Plan für den Betrieb einer Entsorgungsanlage für hochradioaktive Abfälle ab spätestens 2050 vorgelegt werden. Das ist hart. Brettharte Deadline. Bis 2050 findet ihr ein Endlager. Bis dahin tun wir so, als hättet ihr schon eins. Ja, langfristige, kaum zu erreichende, aber ehrgeizige Ziele. Das ist der neue Trend. Ja, überall, wo du hinguckst. Meine, gut. Chronische Nörgler könnten einwerfen, dass im letzten Dezember bis zu 17 antike französische AKWs wegen Wartung oder Mängeln abgeschaltet waren. Aber für echte Ernstfälle gibt es ja erprobte Sicherheitskonzepte, wie zum Beispiel hier in Gundremmingen. Bei Strahlengefahr wird mit diesen Knöpfen eine Sirene ausgelöst. Und wenn es brennt, dann fährt Bäckermeister Berchtold als Feuermelder durchs Dorf Gundremmingen und bläst Alarm. War schön, geht heute nicht mehr, denn da schlägt der Fachkräftemangel leider doppelt zu. Es gibt in Deutschland kaum noch Bäcker und immer weniger gute Trompeter. Derweil tut die Ampel wahlweise empört oder überrascht wegen Taxonomie. Oder zeigt mit dem Finger auf Brüssel. Dabei ist das genauso zwischen den Herren Macron und Scholz ausgekungelt worden. Da wird sich unser neuer Superminister Habeck noch allerhand unangenehme Fragen anhören müssen. Herr Habeck, Sie nennen Ihr neues Klimaschutzministerium zuweilen einen schlafenden Drachen. Fürchten Sie, dass dieser Drache, der ja jetzt nun aufwachen und losfliegen soll, den Menschen Angst einjagen könnte? Nein, es ist ein ganz lieber Drache, so ähnlich wie der Drache Fukur. Oh, ein ganz lieber Drache. Ja, wird jetzt sogar als Kinderbuch rausgebracht. Der liebe Drache Robert, ist ganz toll. Da hüpft der liebe Drache Robert durch ganz Deutschland und pflanzt überall Windräder. Und wenn mal kein Wind ist, macht nix, dann pustet der liebe Drache. So ein lieber Drache. Eines Tages kam der Robert in ein Bundesland fast ganz ohne Windräder. Hä?
Was ist denn hier los? Warum keine Windräder? Weil das hier Bayern ist, du Ökolurch. Wir machen nicht mit bei deinem Quatsch. Wir machen Strom aus Kuhscheiße. Und so lernte der liebe Drache Robert den bösen Drachen Markus kennen. Ende. Ja, das wird der Fight der nächsten Monate. Schafft es der Robert, den Markus zur Windkraft zu zwingen? Leider wimmelt es in der deutschen Energiepolitik von Lebenslügen. Denn natürlich haben wir auch in den letzten Jahren Atomstrom unter anderem aus Frankreich importiert, immer wieder. Und der gilt dann demnächst auch noch als grün. Den alten Aufkleber hier, wissen Sie noch, den alten Aufkleber hier muss man dringend redaktionell bearbeiten. Atomkraft, nein, danke. Es sei denn, wir haben zu wenig regenerative Energie und brauchen das Ja der Franzosen für unsere Gaskraftwerke, dann können wir leider auch nichts machen. Ja. Es ist nicht leicht für die Grünen in der Ampel, nicht leicht. Die müssen echt mehr Kröten schlucken, als sie jemals über die Straße getragen haben. In 4 Bundesländern wird in diesem Jahr gewählt. Da kann man sich ungefähr vorstellen, was da so abgeht an der grünen Basis. Martin Klempnow leitet einen kleinen grünen Ortsverband im Saarland. Dass Atomkraft und Gas jetzt grün sind, schlägt hier hohe Wellen. Leute, bitte jetzt kommt mal wieder runter. Das ist halt so, wenn man regiert. Da gehören Kompromisse einfach dazu, ja? Und wir dürfen nicht immer in der Vergangenheit leben. Obwohl, Volker weiß noch, wir zwei damals im Wendland, als uns die Bullen mit dem Wasserwerfer von unseren Hollandrädern gepustet haben, ja? Das war so schön. Und jetzt ist Atomkraft grün. Ja, sorry. Jetzt heißt es nach vorne gucken. Wir sind immer noch Bündnis 90, die Grünen. Die Partei, die Deutschland transformiert. Und da ist es einfach wichtig, dass wir... Volker, das ist jetzt bitte kein Schnitzelbrötchen, was du da frisst. Ich habe veganes Essen schon immer gehasst. Und jetzt ist doch eh alles scheißegal. Och Gott, Volker, ja, das mit der Atomkraft ist scheiße. Aber dafür haben wir doch schon viele andere tolle Sachen hingekriegt in der Ampel, oder? Ja, zum Beispiel. Auch an den Infoständen im Straßenwahlkampf geraten die Grünen in diesen Tagen immer mehr in die Defensive. In Baden-Württemberg, wo ihr regiert, wurden im letzten Jahr gerade mal 28 Windräder gebaut. Und in Schleswig-Holstein hat euer Landwirtschaftsminister den Abschuss von Wölfen erlaubt. Das ist doch totaler Quatsch, das stimmt doch gar nicht. Doch, das stimmt. Was? Und ihr habt im Bundesrat mitgetragen, dass man Schweine noch bis zu 15 Jahre lang in winzigen Kastenständen halten darf. Das hast du dir auch gerade ausgedacht. Nee, das stimmt auch. Ja. Aber bitte nicht vergessen, am 27. März die Grünen wählen, ja? Das kann doch alles nicht wahr sein. Was? Robert Habeck streicht Fördermittel für energieeffizientes Bauen. Bock mehr auf die ganze Scheiße, ey. Sag mal dem Volker Bescheid, wir brauchen einen neuen Habeck-Aufsteller. Wo ist denn der eigentlich? Volker! Nein! So, und? Stehe ich richtig? Super. Also, dann los. Liebe Fans der feinsten Unterhaltung, klickt hierhin, wenn ihr weitere Videos sehen wollt. Das war's. Super Take. Wir haben's. Oh, ich sehe auch echt schnieke aus heute.